Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Filmmuseum in Frankfurt. Der Film, den ich für heute Abend ausgesucht habe, ist einer meiner Lieblingsfilme, weil er wohl die radikalste Geschichte erzählt mit den geringsten Mitteln, die man sich vorstellen kann. Ein Matrose verliebt sich in ein Model und das auch noch Anfang der 70er Jahre in Deutschland. Was Klaus Lemke mit diesem Film, mit Sylvie Winter und ihrem wunderbaren Partner erlebt, die Aufspaltung, der Gegensatz zwischen diesen beiden Figuren, die eine in der Schickimicki-Modewelt auf dem Globus rumreisend, Fotos machend, und der andere, der sich sein Geld als Taxifahrer verdient oder dann auch ganz kläglich irgendwann den Kunstschnee rieseln lässt auf ein Fotoshooting von Sylvie Winter. Das ist ganz großes Kino mit allerkleinsten Mitteln. Dafür habe ich Klaus Lemke immer bewundert. Und diese Fahne trägt er heute noch mit großem Stolz. Ich persönlich glaube, dass Klaus Lemke einer der Filmemacher ist, der so viele andere inspiriert hat, von Dominik Graf bis zu vielen, vielen anderen. Dass ihm so eine Art Ehren-Oscar, wie er ihn gerade bekommen hat bei den Münchner Filmtagen, wirklich, wirklich zusteht. Er ist jemand, der eine Geschichte auf einer Streichholzschachtel erzählen kann, der mit wenigen Skizzen die Aussichtslosigkeit einer Geschichte, die Unmöglichkeit einer Liebe oder die, wie soll man sagen, die Unüberwindlichkeit, solche Sachen kann er gestalten wie kein anderer Regisseur, glaube ich. Und mir persönlich gefällt der Film, weil seit ich den gesehen habe, ertrage ich einfach keine Abschiedsszene auf Bahnhöfen mehr ohne Rolling Stones Musik. Ich wünsche viel Spaß bei Klaus Lemkes Sylvie.